euer Ausscheiden schon verdaut? Es geht, es braucht vielleicht noch einen Tag. Morgen ist dann wieder okay. Was war jetzt schlimmer, in Anführungszeichen, jetzt die Niederlage oder die Platzierung? Die Niederlage auf jeden Fall. Die Platzierung hatten wir jetzt uns vorher gar nicht richtig drüber Gedanken gemacht oder so. Wir wollten einfach unsere Leistung zeigen, das haben wir gemacht. Und die Niederlage hat schon wehgetan, aber insgesamt sind wir trotzdem zufrieden. Was macht euch das, warum seid ihr zufrieden? Wir haben ziemlich lange und gut mitgehalten mit den Italienerinnen und ich glaube, die gehören schon so zu den Top-Teams und wir haben auf jeden Fall gezeigt, was wir können und sind deswegen an sich sicherlich mit der Leistung zufrieden, auch, aber hätten da einfach gerne am Ende gewonnen, wenn man so nah dran ist. Wie sehr hilft euch so ein Turnier jetzt auch für den Rest der Saison und auch so für die spätere Karriere, also für die nächsten Jahre? Eine erste WM ist einfach immer was Spezielles oder so. Ich würde sagen, es war halt super, einfach hier mit dabei zu sein. Wir haben uns halt vorgenommen, nicht nur mit dabei zu sein, sondern auch irgendwie unsere Leistung zu bringen und wussten, dass es viele Teams gibt, die wir auch schlagen können. Und wir waren auch ziemlich aufgeregt, was wir jetzt vornherein gar nicht so gedacht hätten. Und ich glaube, das hilft einfach schon so, dass man das alles einfach schon mal mitgemacht hat. Auch jetzt haben wir ja wahrscheinlich die Möglichkeit, auf den nächsten Turnieren auch noch zu spielen. Nächste Woche in Gestart. Und wenn man dann einfach so ein bisschen Nervosität ablegt, dann ja, kann man den einen oder anderen Punkt vielleicht noch mehr für sich verbinden.